Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, dann herzlich willkommen und ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier so zu sehen bekommt. Heute habe ich wundervolle Neuigkeiten für euch. Die liebe Mary, die kennt ihr ja schon, mit der habe ich schon einige Collabs zusammen gemacht. Die hat mich gebeten, dass wir zusammen eine Instagram-Seite hosten und da dann künftige YouTube- und Instagram-Collaborations zusammen organisieren. Das hat den Vorteil, dass man mehrere Leute organisieren kann, weil nämlich in Instagram-Gruppen immer nur 15 Leute organisiert werden können. Und Mary hat gemeint, das hat sich mittlerweile alles so rumgesprochen, sie hat immer so viele Anfragen und das machen wir jetzt zusammen und wir starten mit einer Hippie-Collaboration. Das ist das, was wir heute machen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, wenn ihr einen Instagram-Account habt oder einen YouTube-Account, es kann also jeder YouTube oder Instagram machen, also nur Foto oder Video und Foto, jeder ist herzlich willkommen. Ich link euch unsere Seite unten rein, da könnt ihr auf alle Fälle folgen und schauen, was es immer so gibt. Wir haben also momentan am Laufen die Hippie-Collab, beziehungsweise die ist jetzt fertig, die machen wir ja gerade. Und dann haben wir schon geplant, die nächste, das ist dann eine Valentines-Collab für den Valentinstag im Februar. Schaut es euch einfach mal an. Und als erstes schauen wir uns jetzt an die tollen Hippie-Designs, die jeder gemacht hat. Und Mary, wie immer, hat eine schöne Collage aus all den tollen Designs gemacht. Da könnt ihr schon mal schauen. Und auch wie immer sind natürlich alle Teilnehmerinnen unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Also schaut euch deren Videos an. Ist bestimmt wieder ganz, ganz toll geworden alles. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, was die Leute so aus einem Thema alles machen, was da alles bei so rauskommt. Ich sehe euch gleich nach der Collage. So, ihr habt es gesehen, wie immer tolle Designs. Ich dachte mir bei Hippie, das muss sowas psychedelic sein und da fielen mir natürlich sofort Watermarbles ein. Ich habe also gewatermarbelt mit verschiedenen Farben, die ich passend fand für das Thema Hippie. Und ihr könnt sehen, es ist schon fertig. Ich habe aber ein Video davon gemacht, beziehungsweise mehrere Videos, wie ich das gemacht habe. Das zeige ich euch also gleich. Und wir schauen uns jetzt mal an, was ich dazu benutzt habe. Und ich werde dann hier mein Design noch mit ein paar selbstgemachten Water Decals, auch passend zu dem Thema Hippie, aufwerten. Wie immer, Sally Hansen, Complete 7-in-1 Base Coat. Dann habe ich hier diesen Starrily, der Magic Rainbow genommen. Holographischer Lack in Silber. Man kann ihn als Topcoat benutzen. Ich habe ihn aber in dem Fall als Untergrund benutzt, einfach damit die Farben so ein bisschen mehr schimmern. Ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat, weiß ich nicht. Man hätte auch einen weißen Untergrund nehmen können. Ich wollte das aber mal ausprobieren. Zum Watermarbeln benutzt man natürlich hier so einen Nagelhautschutz, damit es hinterher nicht allzu viel zum Cleanup gibt. Und ich benutze hier das Cuticle Guard von Moyo London. Das ist super gut, es trocknet sehr, sehr schnell und es funktioniert wunderbar. Es lässt sich immer in einem Stück abziehen, das finde ich also toll. Allerdings ist da Latex drin. Wenn man also allergisch ist gegen Latex, kann man das nicht benutzen. Ansonsten kann ich euch gerne den Link unten reinlinken, wo ihr das herbekommt. Dann habe ich hier vier Farben benutzt für meine Watermarbel. Und zwar die von Cirque, die ich mir bei Live Love Polish bestellt hatte in den USA. Das ist also einmal hier die Rhapsody in Blue, das ist also fast schon so neonblau. Dann habe ich hier das Fire Island, das ist ein richtig schönes, grelles Orange, aber jetzt auch nicht wirklich Neon. Hier haben wir eine Neonfarbe, das ist der Electric Daisy. Und dann habe ich hier noch den Plastic, das ist so ein, ja, ich würde auch schon sagen Neon-Pinkton. Das hat super funktioniert mit dem Watermarbling. Ich habe also gefiltertes Wasser genommen, Raumtemperatur und da hat es super geklappt. Es dauert immer eine Weile. Ich bin es auch noch nicht so fit da drin. Aber ich finde, es ist ganz gut geworden. Ich habe es auch hingekriegt, dass beide Hände fast von den Farben her gleich sind. Die Daumen sind sehr, sehr ähnlich geworden und da bin ich schon ziemlich stolz drauf, weil, ja, so oft habe ich noch nicht gewatermarbelt. Dann habe ich hier dieses ganz, ganz feine Dotting-Tool von Bundle Monster genommen.
zum Watermarbeln. Und dann habe ich hier diesen Cleanup Brush von Clear Jelly Stamper. Da passiert nichts, wenn man da so Aceton, puren Aceton benutzt, um das hinterher hier alles sauber zu machen. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und was brauchen wir noch? Dann habe ich hier noch eine Pinzette, damit ich hier meine kleinen, süßen, selbstgemachten Decals dann benutzen kann. Da habe ich ein Video, wie die gemacht werden, wo ich das erkläre. Im Grunde genommen braucht man ein spezielles Papier dafür. Das gibt es bei Amazon. Und dann kann man sich selber seine eigenen Water Decals machen. Und in dem Fall hatte ich keine Hippie-Stamping-Platten und habe mir dann entsprechend Water Decals gemacht. Ich finde, sie sind ganz drollig. Und die kommen jetzt auf einige Finger drauf. Und versiegeln werde ich das Ganze dann mit dem CND Vinylux. Habe ich was vergessen? Ja, ich habe noch Fairy Dust benutzt, nachdem ich hier mit dem Water Marble fertig war. Ich glaube, das kann man schon funkeln sehen. Und dann zeige ich euch nachher das fertige Design. Aber jetzt dürft ihr mir dann beim Water Marble zusehen und dabei zusehen, wie ich hier meine Water Decals aufbringe. Wie immer, ihr kennt den Drill, das läuft schneller. Also zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen und ich sehe euch dann danach mit dem fertigen Design. Bis gleich.
bin ich wieder, alles fertig, meine Decals sind drauf, kein Problem. Und ich finde es total witzig, total hippie. Was meint ihr, gefällt es euch? Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, unten in den Kommentaren. Ich freue mich über all eure Kommentare. Ich lese alles, ich antworte auf alles. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, hier oben in der Ecke ist immer ein Link. Könnt ihr auch noch draufklicken, seid ihr abonniert. Unten in der Beschreibung ist der gleiche Link. Und dann freue ich mich, weil dann sehe ich euch in meinem nächsten Video wieder. Bitte auch nicht vergessen, bei den anderen Damen vorbeizuschauen. Die freuen sich auch, wenn ihr denen einen kleinen Kommentar gebt und einen Daumen hoch. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch eine wunderschöne Hippie-Zeit. Und bis dann. Ciao, ciao.